Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Matthias Thomenendahl und ich bin Moderator am heutigen Tag. In dieser Funktion begrüße ich Sie sehr herzlich zur ersten Keynote zum Thema Digitalisierung. Kurz vorab zwei Hinweise. Wie eben können Sie wieder Fragen stellen. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit. Und zum Zweiten können Sie auch für Fragen voten. Und diejenigen Fragen, die die meisten Likes erhalten, werde ich am Ende der Session unserem Sprecher gerne stellen. Sehr herzlich begrüße ich an dieser Stelle unseren ersten Keynote-Speaker, Herrn Stefan Gladek. Er ist Direktor Vertrieb Industrial Sales Central Europe und Mitglied der Geschäftsleitung der SKF GmbH. Der Titel der Keynote lautet die digitale Vernetzung in der Kreislaufwirtschaft als Wegbereiter für Schiene 4.0. Herzlich willkommen, Herr Gladek. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich aus dem sonnigen Schwein. Ich benutze keine künstliche Beleuchtung, werde tatsächlich nachhaltig von der Sonne und ausschließlich nur von der Sonne angestrahlt. Für mich eine doppelte Premiere, heute zu Ihnen zu sprechen. Erstens, ich habe noch nie vor so vielen Menschen in einer virtuellen digitalen Konferenz gesprochen, eine neue Erfahrung für mich. Zweitens, ich bin seit heute Morgen 2.35 Uhr Opa geworden. Und ich hoffe, dass ich meinem Enkelsohn meine Leidenschaft für die Schienenfahrzeugindustrie in irgendeiner Form weitergeben kann. Bevor ich einsteige in meine Keynote, möchte ich ganz kurz unser Unternehmen vorstellen. SKF ist ein schwedisches Unternehmen, 1907 in Göteborg gegründet. Wir haben weltweit 43.360 Mitarbeiter. Wir sehen uns als einer der weltweit führenden Wälzlagerhersteller und Anbieter von unter anderem auch Zustandsüberwachungssystemen. Mehr als 100 Produktionsstandorte und in sehr, sehr vielen Ländern der Erde präsent. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen in Stockholm an der Börse und wir sind in sehr, sehr vielen Industriezweigen unterwegs. Ich versuche hier mit diesem Bild Ihnen einen Abriss dieser Industriezweige zu geben. Natürlich steht heute im Fokus das Thema Schienenfahrzeuge. Und wir haben, das möchte ich an dieser Stelle sagen, zu vielen der anderen Industriebereiche auch sogenannte Synergien, gerade wenn wir über Zustandsüberwachung sprechen, zum Beispiel unten rechts das Bild einer Windkraftanlage. Auch bevor ich weiterhin in das Thema einsteige, Schiene 4.0, ein Blick auf die für die SKF wichtigen und festgelegten, definierten Fokusbereiche, die unser Streben nach Digitalisierung und Nachhaltigkeit darstellen sollen. Digitaler Vertrieb, neue Geschäftsmodelle, Innovation, World-Class Manufacturing, Future Workforce und Cleantech. Das soll wie ein roter Faden unseren Weg in der Digitalisierung darstellen und unser Ziel auch zu einer Vollkommenheit in Industrie 4.0 zu kommen. Unser Handeln im Schienenfahrzeugbereich wird dadurch geprägt, und soll uns helfen, die Ziele, die mit Schiene 4.0 verbunden sind, dann auch schnell und vollumfänglich zu realisieren. Jetzt zu meinem eigentlichen Thema, Schiene 4.0. Die Schiene 4.0 ist ein zentrales Thema der heutigen Schienenfahrzeugindustrie. Globale Trends und vielfältige Veränderungen zwingen die Branche zu Schiene 4.0. Um weiterhin erfolgreich zu sein und das Ziel globaler Leitmarkt für die digitale Mobilität zu erreichen. Hierzu, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie bestimmt, dass der Masterplan des Zukunftsbündnisses Schiene auf dem Schienengipfel in Berlin Mitte diesen Jahres ins Leben gerufen wurde. Die Aspekte von Schiene 4.0 sind keine rein politischen Forderungen. Schiene 4.0 legt Kriterien fest, die bei Vergabeentscheidungen mit berücksichtigt werden und somit sind sie heute schon geschäftsrelevant. Im Weiteren möchte ich mich auf die Teilbereiche Nachhaltigkeit und Lebenszykluskosten sowie intelligente Instandhaltung fokussieren. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen zeigen, wie die digitale Vernetzung in der Kreislaufwirtschaft vor allem für diese Teilbereiche einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Dazu schauen wir uns einmal das Makrosystem Zug genauer an. In diesem Makrosystemzug befinden sich Systeme, Subsysteme und einzelne Komponenten, welche zusammenarbeiten, um den Zug sicher und zuverlässig zu betreiben. Einer dieser Subsysteme ist in diesem Makrosystemzug der Radsatz. Und hier, genauer gesagt, die Radsatzlagerung.
Sie sehen hier noch andere Subsysteme bzw. Systeme, die wir aufgeführt haben. Ganz einfach, weil wir entweder dort mit unseren Produkten und Dienstleistungen vertreten sind oder weil wir dorthin entsprechende Schnittstellen haben. Dieser Radsatz besitzt bei näherer Betrachtung eine eigene Kreislaufwirtschaft, welche dazu beiträgt, nachhaltig, kosteneffizient zu nutzen sowie kontinuierlich zu optimieren. Auf einzelne Teilbereiche möchte ich nun in diesem Kreislauf etwas näher eingehen. Das ist jetzt sozusagen unsere Makrowelt, in der wir uns bewegen. Ich werde nicht auf alle Themen definierter eingehen oder im Detail eingehen, zum Beispiel nicht auf das Schmiermanagement. SKF ist auch hier sehr stark vertreten, auch in Schienenfahrzeugen, sondern auf die Themen, wo wir schon heute Daten sammeln und Daten verarbeiten. Ein entscheidender Teilbereich der Kreislaufwirtschaft ist nämlich zum Beispiel das Remote Monitoring, des Datenanalytics und des Machine Learning. Und verzeihen Sie mir bitte, dass ich hier kombiniere manchmal zwischen dem deutschen Begriff und dem englischen Begriff. Das ist manchmal sehr schwer. SKF ist in diesen Bereichen, weil ich vorhin über Synergien gesprochen habe, schon seit den 1980er Jahren, also seit fast 40 Jahren, zum Beispiel im Windbereich tätig. Vor etwas mehr als 10 Jahren haben wir uns auch mit der Schiene beschäftigt und sind somit jetzt auch in Schienenfahrzeugen mit dieser Technologie der Fernüberwachung, Remote Diagnostics, Datenanalyse und Machine Learning auf der Schiene sozusagen unterwegs. Unsere Hauptaufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren, besteht darin, Daten in Wissen zu transformieren und daraus für Sie als Betreiber oder Service Provider Handlungsempfehlungen bzw. Handlungsentscheidungen abzuleiten. An der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis und die Information, um die Skalierbarkeit auf große Flotten zu ermöglichen, wurde durch eine Akquisition der Bereich SKF Artificial Intelligence gegründet. Das Thema Data Analytics und Machine Learning wird dadurch weiter gestärkt und die Möglichkeiten werden zum Beispiel für die Auswertung von Unmengen von Sensordaten genutzt, sinnvoll genutzt natürlich. Das Ziel ist die optimale Nutzung der Komponenten und eine Wartung, die nur dann erfolgt, wenn sie wirklich notwendig ist, Stichwort Condition-Based Maintenance. Dies trägt zu einem deutlich reduzierten ökologischen Fußabdruck bei und schafft die Basis für Nachhaltigkeit und geringe Nebenzyklungskosten im Subsystem Radsatz, so wie es auf dem Leitfaden der Schiene 4.0 beschrieben ist. Kommen wir zum nächsten Bereich innerhalb der Kreislaufwirtschaft, der Anwendungstechnik, dem Entwickeln, R&D, dem Testen, dem Homologieren. SKF-Produkte werden ständig optimiert und für neue Projekte angepasst. Dabei stützen sich unsere Ingenieure auf Simulationen und Analyseprogramme, die einen digitalen Zwilling eines Wälzlagers erzeugen. Diese Modelle basieren auf jahrzehntelanger Felderfahrung und Prüfstandsreihen. An dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, wir sind seit 1920 mit unseren Produkten in Schienenfahrzeugen auf der Schiene. In der vollumfänglich vernetzten Kreislaufwirtschaft könnte man, ich spreche im Konjunktiv, weil wir es noch nicht vollumfänglich tun, direkt auf Felddaten in Realtime zugreifen und auch diese in die Optimierung dieser Produkte mit einfließen lassen. Also hier ist definitiv ein, wie soll ich sagen, Optimierungspotenzial. Für die Entwicklung und Homologation neuer kundenspezifischer Produkte werden spezielle eigenentwickelte ISO-akkreditierte Prüfstände verwendet. Für diese Zwecke stehen uns weltweit 25 dieser Prüfstände zur Verfügung. Sie werfen gerade eben einen Blick in einen unserer 8 Prüfstände, die wir in Schweinfurt stehen haben und die dort in einem Prüfzentrum ständig sozusagen am Testen sind, am Prüfen sind, am Homologieren sind. Ganz nebenbei auch hier der Aspekt der Sicherheitsrelevanz eines Radsatzlagers, wo wir natürlich auch Risiken über das Testen und Homologieren entsprechend mitigieren. Doch auch während der Nutzungszeit arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen daran, die Produkte zu verbessern. Dabei fließen neue Erkenntnisse in existierende Anwendungen ein. Anhand von Befundungen können Schadursachen ermittelt und anschließend geeignete Maßnahmen umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Wir können lange Wartungsintervalle für unsere Radsatzlager anbieten von bis zu 1,7 Millionen Kilometern. Damit sind wir zurzeit sogar im Feld und in Zukunft wollen wir über diese 1,7 Millionen Kilometer Wartungsintervall sogar hinausgehen. Testen ermöglicht verlängerte Lebensdauer
von Produkten, was auf die Gesamtlebenszeit des Zuges wiederum den Material- und Energieverbrauch deutlich senkt. Und hier haben wir wieder den Aspekt der Nachhaltigkeit, diese entsprechend verbessert. Kommen wir zum nächsten Bereich, dem sogenannten Remanufacturing, der Wiederaufarbeitung. Wenn ein Radsatzlager an das Ende seines Wartungsintervalls kommt, wird es ausgetauscht. Normalerweise. Und das ist auch die Regel. Allerdings bieten wir hier auch andere Möglichkeiten. Die Aufarbeitung von Radsatzlagern ist ein wichtiger Baustein der Kreislaufwirtschaft mit den Prinzipien Materialverbrauch reduzieren, Materialien wiederverwenden und Materialien wiederverwerten. Auch hier wieder ein neudeutscher Begriff, Reduce, Reuse und Recycle Material. Und auch hier haben wir wieder den Gedanken Striving for Green, den Nachhaltigkeitsgedanken, den wir uns zum Motto gemacht haben. Denn durch die Aufarbeitung eines Wälzlagers können Sie im Vergleich zur Herstellung eines Neulagers bis zu 60% CO2 einsparen. Ich darf Ihnen nun ein kurzes Video zeigen, ein Image-Video unseres neuen Railway Service Centers in Schweinfurt. Wir sind gerade in der Zulassungs- bzw. Zertifizierungsphase für diverse Zertifizierungen, die wir benötigen, weil ein Radsatzlager eben eine sicherheitsrelevante Komponente ist, damit wir bald hier für Sie arbeiten können. Die Aufarbeitung innerhalb von 10 Arbeitstagen, das ist etwas, was wir garantieren wollen. Aber was noch viel wichtiger ist als die Zeit, ist, dass auch hier die Digitalisierung sozusagen ihren Einmarsch gehalten hat. Analyse, Dokumentation und Nachverfolgung wollen wir auf höchstem Niveau anbieten, inklusive einem sogenannten GS1 Data Matrix Code zur Serialisierung und Rückverfolgung der einzelnen Radsatzlager. Übrigens, daran arbeiten wir auch, dass wir das für Radsatzlager in Neuproduktion sehr bald anbieten wollen. Den Data Matrix Code verwenden wir heute so schon zum Beispiel bei sogenannten Hochgenauigkeitslagern für Spindeln. Aufarbeitungscenter dieser Art, wie Sie es eben gesehen haben, vielleicht nicht ganz so modern, vielleicht nicht ganz state of the art, aber wir wollen alle auf diesen Level bringen, finden Sie in vielen Standorten Europas, weltweit, in den sogenannten Hotspots, nicht in den Corona-Hotspots, sondern in den Eisenbahn-Hotspots dieser Welt. Zuletzt möchte ich noch die innerhalb dieser Kreislaufwirtschaft Supply Chain 4.0 ansprechen. Hier würde uns eine perfekte Vernetzung auch helfen und auch Ihnen helfen, eine sogenannte ultimative Verfügbarkeit, eine 100-prozentige Verfügbarkeit Ihnen zu gewährleisten. Wenn wir aus dem einen oder anderen Bereich hier Informationen einspielen würden in die Produktionsplanung und dann entsprechend sehr schnell die Produkte zu Ihnen ins Feld bringen können. Im vollvernetzten Kreislauf ergeben sich noch andere Chancen, Geschäftspotenziale, Geschäftsmodelle, nämlich für performancebasierte, fee-based Modelle, wenn wir die Digitalisierung tatsächlich vollumfänglich ausnutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um die Vorteile dieser Teilbereiche bestmöglich nutzen zu können, müssen diese Bestandteile tatsächlich auch miteinander vernetzt werden. Und auch hier sind wir noch nicht so weit, dass wir davon reden können, dass wir das geschafft haben. Aber wir arbeiten daran. Heute schon realisiert sind wir bei der Vernetzung der Themen Remote Monitoring und Application Engineering zum Beispiel und teilweise zum Beispiel auch aus dem Remanufacturing hin zum Engineering durch Befundungsthematiken. Hierbei werden die Zustandsdaten der Radsatzlager genutzt, um Laufleistungsspreizungen entsprechend durchzuführen. Oder im Bereich Entwicklung fließen automatisch die Erkenntnisse aus Hunderttausenden von befundeten und aufgearbeiteten Radsatzlagern ein, um Designparameter festzulegen und realistische RAMS-Betrachtungen zu ermöglichen. Reliability, Availability, Maintainability, Safety. Wenn ich hier von Hunderttausenden von Radsatzlagern spreche, meine sehr verehrten Damen und Herren, übertreibe ich nicht, denn während ich hier gerade spreche, sind auf zentraleuropäischen, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind auf dem zentraleuropäischen Schienennetz circa 800.000 Lager gerade in Operations sozusagen. Dennoch bestehen selbst in dieser überschaubaren Kreislaufwirtschaft noch Lücken der Vernetzung, woran allerdings bereits gearbeitet wird. In unserer Sprache, dieser Kreis, den Sie in der Mitte sehen, reden wir, oder in unserer Terminologie, reden wir von Digital Business Transformation. Auch hier wieder ein englisches Wort. Dabei entsteht ein zentraler Ort, an dem Daten innerhalb dieser Kreislaufwirtschaft für den Kunden
nutzbar und sinnvoll zusammengeführt werden. Also kein Datenmonster. Wenn Sie sich nun an die Darstellung des Makrosystems zurückerinnern, dann ist dieser Ratsatz tatsächlich nur ein kleines Rädchen im Gesamtwerk Schiene, im Gesamtwerk Zug, im Makrosystem Zug. Wie sieht hier die Vernetzung innerhalb der Systeme, Subsysteme und Komponenten aus? Ich sprach vorhin davon, dass wir Schnittstellen zum Beispiel zur Bremsanlage haben, wo wir aus dem Radsatz Informationen in die Bremssteuerung einfließen lassen. Ich sprach davon, dass wir Vernetzungen hinhaben zu Getriebe oder Motor, wo auch wir mit unseren Produkten im Einsatz sind. Also hier sind Vernetzungen möglich und werden teilweise hier auch schon vereinzelt realisiert. Nicht zu vergessen, der GS1 Data Matrix Code, den ich vorhin genannt habe, kann auch übergeordnet und herstellerübergreifend genutzt werden, um digitale Lebensläufe für Komponenten zu erstellen und somit die Instandhaltung intelligenter zu gestalten. Das sind heute allerdings einzelne Anwendungen und oft nur Insellösungen. Herr Gladek, Sie müssen zum Ende kommen. Okay. Wie gezeigt, gibt es bereits gute Ansätze, um die digitale Vernetzung in der Kreislaufwirtschaft einen Mehrwert zu schaffen. Wir haben also hier noch einiges an Verbesserungspotenzial und ich hoffe, wir schaffen es in den nächsten Jahren weiter einen Schritt hin zu Schiene 4.0 hinzubekommen. Ich bin fest davon überzeugt und an uns, der Firma SKF, soll es nicht liegen. Ich freue mich auf spannende Diskussionen während des Railway-Forums in digitaler Form. Und würde mich auch sehr freuen, Sie auf unserem virtuellen Messestand willkommen zu heißen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr herzlichen Dank, Herr Gladek. Es gab große Resonanz auf Ihren sympathischen Einstieg und auch ich möchte Ihnen natürlich sehr herzlich gratulieren, dass Sie Großvater geworden sind. Und Sie haben einen guten Hinweis gegeben. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, Fragen hier direkt zu beantworten. Aber an die Zuschauer, bitte besuchen Sie den Messestand von SKF und gehen Sie dort in den Chat, stellen Sie Ihre Fragen. Und dann kann es dort einen weiteren guten Austausch geben. Wir sehen uns gleich in der nächsten Session.